Dieser 2 Jahre und 8 Monate alte Flat-Coated Retriever-Rüde aus Cuxhaven benahm sich in der Vergangenheit an der Leine wie ein Wildfang. Besonders bei Begegnungen mit anderen Tieren oder vielen Reizen war er kaum zu halten. Seit dem Besuch unserer Hundeschule benimmt er sich in Gegenwart von Katzen sehr gut. Auch ein spontanes Überholmanöver der Katze nimmt er gelassen hin. Hundebegegnungen klappen jetzt vollkommen stressfrei. Das Gebell kommt übrigens von den Hunden rechts außerhalb des Bildes und nicht von dem ersten angeleinten Hund. Der zweite bellt kurz, als er an der Leine in die Luft springt. Beim Aussteigen aus dem Auto zeigt sich dieser Flat-Coated Retriever mittlerweile geduldig. Er springt nicht raus, nur weil die Heckklappe geöffnet wurde, sondern wartet auf die Ansprache des Menschen. Anschließend setzt er sich und wartet so lange, bis der Mensch wieder losgeht. Früher wäre er in die Leine gesprungen, um den Tauben hinterher zu jagen. Inzwischen verläuft eine solche Situation an lockerer Leine. Sehr dicht an einer reell befahrenen Straße kann man sich jetzt sicher mit ihm bewegen. Er reagiert weder auf die vorbeifahrenden Autos noch auf die Radfahrer. Sobald man stehen bleibt, setzt er sich ohne Ansprache hin. Geht der Mensch wieder los, folgt er an lockerer Leine bei Fuß. Auch durch die belebte Einkaufsstraße kann man nun ganz entspannt mit ihm bummeln. Vollkommen gelassen bewegt er sich zwischen den vielen Reizen. Während eines Kaffeebesuchs liegt er ruhig neben dem Tisch und beobachtet die Passanten. Dem Hund links im Bild schaut er nur noch hinterher. Früher wäre er aufgesprungen, wenn die Bedienung an den Tisch kam. Jetzt beobachtet er sie lediglich kurz. Beim Verlassen des Cafés zeigt er sich auch wieder sehr geduldig. Er bleibt so lange sitzen, bis der Mensch tatsächlich losgeht. Beim Einsteigen ins Auto bleibt er bei bereits geöffneter Heckklappe sitzen, bis er zum Hineinspringen aufgefordert wird. Dieser Flat-Coated Retriever bringt nun alles mit, was zu einem harmonischen Zusammenleben führt. Wir wünschen ihm und seinen Besitzern, dass sie diesen Stand konsequent aufrechterhalten werden.